Moin Leute, das Startup-Taxi ist wieder in Bremen unterwegs. Jetzt steigt der Christoph von GB-Tuning zu mir ins Taxi. Er hat mit seinen Jungs ein ziemlich cooles Produkt rausgebracht. Das nennt sich Go Simply. Das ist ein automatischer Heckklappenöffner, also vielleicht auch was ich für meine Karre hier gebrauchen könnte, wobei ich mir nicht sicher bin, ob das in so einer alten Karre überhaupt funktioniert. Aber das kann Christoph ja gleich mal beantworten. Er hat das Teil auch bei der Höhle der Löwen vorgestellt und der Ralf Dümmel ist direkt eingestiegen, weil er gesagt hat, das ist geiles Zeug, da bin ich dabei. War ein ziemlich fetter Deal. Mich interessiert da echt, was passiert hinter den Kulissen, ne? Das wir da eben nicht sehen. Das hören wir jetzt hier im Startup-Taxi. Da ist der Christoph am Start. Hi André. Moin Christoph. Hi, hi, grüß dich. Ordentlich Stuff. Hat deine Karre abgeschlossen? Karre ist abgeschlossen, ja. Sehr gut. AGB-Kennzeichen. Sehr genau. Gut. So, du hast halt schon gleich die Dümmelkiste mitgebracht, oder was ist das? Ja, Dümmelkiste kann man so sehen. Das war unser Aufsteller im Einzelhandel. Direkt nach der Sendung stand das dann genau, so. Richtig. Also der Dümmel hat das überall in die Regale gepusht, oder wie überall, ging das? Überall. Also wir waren bei Karstadt, wir waren bei Teddy, wir waren bei Edeka, wir waren wirklich in jedem erdenklichen Lebensmittel-Einzelhandel. Und nicht Fachhandel, sage ich mal. Und jeder konnte unsere Produkte kaufen und da, wo er überhaupt nicht damit gerechnet hat, konfrontiert zu werden. Ah, weil ich habe jetzt auch gesehen, ihr seid auch bei Bauhaus mit dem Ding, ne? Genau, es ist jetzt der Online-Shop von Bauhaus, der die, sage ich mal, Restbestände noch abverkauft. Und sobald das dann raus ist, widmen wir uns wirklich komplett den Fachhändlern. Ach so, das heißt, ihr werdet das nicht mehr bei Bauhaus dann weiterführen? Nein, also wir haben uns klar dafür gegen entschieden, dass wir jetzt, sage ich mal, die Nicht-Fachhändler mehr beliefern, weil wir einfach gesagt haben, wir haben Produkte. Am Anfang war es wichtig für uns, da wirklich medial voll durchzustarten, den ganzen Höhle der Löwen-Push mitzunehmen. Aber jetzt ist es nur noch über Fachhändler beziehungsweise nachher bei unserem eigenen Shop erhältlich. Das ist jetzt nur die Fernbedienung oder ist das jetzt auch das ganze Gerät? Genau, ich mach's dir mal auf, während du fährst, ist es ja ein bisschen schwierig. So, das heißt, wir haben ja, sag ich mal, zwei Typen. Das hier ist diese Feder, die auf die vorhandenen Dämpfer gesteckt wird. Und der Schlüssel, der darauf vorne abgebildet ist, ist eigentlich die einzige technische Voraussetzung, die gegeben ist. Man braucht eine dritte Taste. Also der Karton, das ist wirklich alles, was man braucht. Ja, ich dachte, das wäre irgendwie dann so ein langer Karton. Du hast ja noch so ein Ding. Ich dachte, das wäre dann. Das zeige ich dir gleich auch. Dann stelle ich das mal nach hinten. Nee, das sind wirklich jetzt diese Federn und die Federn sind von uns so konzipiert, also das sind millimetergenaue Maßanfertigung, die werden auf die vorhandenen Kofferraumdämpfer gesetzt. Genau, und dann habe ich diesen Karton mit dabei, da ist unser Komplettsystem bei. Das heißt, auch in Zukunft werden wir jetzt immer mehr auf dieses Komplettsystem gehen. Das heißt, da kriegt der Kunde so einen kompletten Dämpfer geliefert. Das ist noch einfacher einzubauen. Man setzt es einfach nur ein, alten Dämpfer raus, neue rein und fertig ist das Ganze. Für meine Karre funktioniert das nicht, oder? Nee, leider nicht. Das habe ich mir schon fast gedacht. Genau, weil du ja diesen dritten Knopf nicht auf dem Schlüssel hast. Genau, halt guck mal, auf dem Schlüssel, ich habe gar keinen Knopf. Genau. Ich habe nicht mal eine Fernbedienung. Das ist ja alles noch oldschool mechanisch. Bist du auf die Idee gekommen? Wann war das? Und das war ja längst vor der Show, ne? Ja, das war weit, weit vor der Show. Also wir hatten die Idee eigentlich alle zusammen damals. So, sag ich mal, nach dem Roller-Tunen. Mit deinen Mitgründern, ja, ne? Genau, ja, genau. Mit meinen Mitgründern nach dem Roller-Tunen. Ach, du hast angefangen mit so Roller-Tuning, ja, da hat jeder ja mit angefangen. Also von uns, jeder hat so Roller. Also frisieren und dann Endgeschwindigkeit, ja, genau, und genau, solche Sachen. Ja, richtig. Und dann sind wir vom Roller, sag ich mal, zum Auto irgendwann ja gekommen, wo der erste dann 18 wurde und dann gab es den ersten Golf 5. Simon, Mitgründer, hatte dann irgendwann, als er 18 wurde, den Golf 5 gekriegt zum Geburtstag. Und dann haben wir auf dem Parkplatz gestanden. Ich glaube, ein 7er BMW konnte das automatisch. Stimmt, und genau, dann, damals schon. Ja, und da haben wir gesagt, ja, geil, das wollen wir auch. So, wie kriegen wir es hin? Und dann haben wir ein bisschen experimentiert geguckt. Ja, Elektronik gibt es nur für Oberklassewagen oder, sag ich mal, Luxusklasse. Ist mega teuer gewesen, schon damals. Und dann haben wir gesagt, man muss es irgendwie mechanisch hinbekommen, das nachzurüsten. Ja. Und dann sind wir auf diese Idee mit der Feder gekommen. Und dann habt ihr gebastelt dann? Ja, 2011 war das schon. Da haben wir das Ganze dann zu Patent angemeldet. Ah, da gibt es sogar ein Patent drauf. Das ist patentiert, genau. Und 2014... wurde das Patent erteilt.
Boah, das dauert aber. Ja, das war ein ewig zäher Kampf. Es mussten ja, sag ich mal, viele, viele Parteien mitarbeiten, die Anwälte, dann mussten die Zeichnungen gemacht werden und. Nach 3 Jahren hatten wir endlich das Patent in der Hand, haben uns dann mega gefreut. Ja, klar. Und ein Jahr später habe ich dann angefangen mit der Firma. Bevor ihr das Patent nicht richtig alles fix hattet, seid ihr nicht an die Öffentlichkeit gegangen. Nee. Ihr wolltet, weil ihr dachtet, das ist so eine geile Erfindung, da wollt ihr, dass das nicht gleich jemand nachmacht. Genau, darf man ja auch nicht. Also wenn man ein Patent anmeldet und vorher das verkauft, wird das Patent nichtig. Das ist ein langwieriger Prozess, ne? Wenn ich jetzt höre, dass das 3 Jahre gedauert hat. Es ist ein langwieriger und sehr kostenintensiver Prozess. Du musstest da bestimmt auch richtig technische Zeichnungen machen und sowas alles, ne? Ja, genau. Also das heißt, man muss ja wirklich... Da ist ja auch die Frage, wer fertigt das an? Ingenieursbüros. Ach ja, da habt ihr auch richtig Geld bezahlt, ne? Ja, natürlich. Also, das kannst du ja nicht selber machen, so eine technische Zeichnung, ne? Nein, auf gar keinen Fall. Also, das heißt, die werden dann auch zur Verschwiegenheit verpflichtet mit irgendeinem Schriftstück oder wie läuft das? Am Anfang schon, klar. Und nachher wird ja das ganze Patent, diese Patentschrift ist ja öffentlich dann. Das heißt, wenn man jetzt danach googelt, findet man das. Ja. So, und das ist dann ja wirklich komplett einsehbar von jedermann und vorher nicht. Also vorher ist ja gar nichts darüber bekannt, sage ich mal. Da wissen wirklich nur der Anwalt, die Ingenieure und das Patentamt davon Bescheid. Mhm. Man braucht Zeit und liquide Mittel dafür und vor allem eine Menge Geduld. Also das Patentamt fragt ja auch nochmal 1000 Mal nach, wie muss das, wie meint ihr das, wie muss das, dann muss man das mit dem Anwalt... Das geht ständig hin und her. Ja, das muss ja mit dem Anwalt dann koordiniert werden, dass es dann wirklich, also mit dem Patentsanwalt, dass das alles niedergeschrieben ist und dass alles zu 100% sicher ist nachher, dass da ja auch ja keine Lücke ist und das Patent nachher für nichtig erklärt werden könnte. Was hat euch dieser gesamte Prozess, diese Patentanmeldung, was hat euch das gekostet? Knapp 20.000 Euro. Oh, also ich habe schon so in die Richtung gedacht. Das ist natürlich ein Hammer. Ja, und dann plus eure Zeit, die ihr investiert habt. Klar, also wir haben uns praktisch schon zur Gründung mit dem Produkt beworben. Zur Gründung der Show schon? Nein, zur Gründung unserer Firma. Also 2015 hatten wir ja schon gesagt, alles klar, wir haben ja ein funktionierendes Produkt, haben zwar noch nicht so viele Produkte, wir bewerben uns einfach mal. Ja. So, da wurden wir abgelehnt, 2016 wurden wir auch abgelehnt und 2017 hat es geklappt mit diesen Open Pitch Calls. Das gehört einfach, sag ich mal, zum Gründertum dazu, dass es auch Rückschläge gibt und dass man da einfach ausdauernd sein muss, ganz klar. Ja, und dann wurdet ihr eingeladen in die Show? Genau, dann wurden wir eingeladen. Nach Köln, ne? Nach Köln, genau. Dann wurden wir morgens, also ich sag mal, bevor man in die Show fährt, zum Drehtermin gibt es natürlich auch noch viele andere Dinge, die abgestimmt werden müssen. Durchgewunken, auf eine bestimmte Etage, ab in ein Zimmer verfrachtet. Alles total inkognito, weil die Löwen sollen natürlich nicht sehen, wer da sitzt, um irgendwelche gewisse Vorteile zu haben. Wir im Fernsehen sehen ja nur so 10, 15 Minuten. Das ist aber viel länger, ne, der Dreh? Ja, viel, viel länger. Also wir haben wirklich 2,5 Stunden oder knapp 3 Stunden. Ja, 3 Stunden fast. Und dann läuft man ja ein, kennt man ja durch die Tür. Boah, überall diese ganzen Kameras und diese ganzen Spots. Wenn man erstmal in diesem Flow ist und erzählt und da pitcht, dann ist das einfach alles, ja, man blendet es, es ist wirklich wie ein Tunnelblick, man blendet es nachher aus. Klar, wir haben es ja dann auch zum ersten Mal gesehen und dann parallel waren wir ja auch bei QVC live und haben verkauft den Abend und haben dann, sage ich mal, bei QVC haben wir wirklich das erste Mal die Höhle Löwen-Folge gesehen und sind dann ja praktisch danach sofort direkt live gegangen. Ja. Das machen die auch seit der letzten Staffel, sage ich mal, dass alle Deals von Ralf Dümmel direkt danach bei QVC ausgestrahlt werden. Und bei euch ist dann nur der Ralf eingestiegen, ne? Genau. Und dafür aber richtig mit dem Krachen, ne? Ja, das wollten wir. Also es war ja genau unser Wunschlöwe damals. Wir haben ja ganz klar gesagt, ihn brauchen wir, um unser Produkt oder um Deutschland damit zuzupflastern. Und mit wie viel ist er eingestiegen? Wir haben 150.000 Euro für 20% bekommen. Wir durften ja niemandem davon erzählen. Es gibt ja die Verschwiegenheitserklärung. Ja. Und ja, dann haben wir es für uns natürlich auch gefeiert. Aber es ist dann, ja, sage ich mal, ein halbes Jahr auch ja unter uns geblieben. Ja, das ist auch schwer, das dann so für sich zu behalten, ne? Klar, ich meine, selbst die Familie wusste da ja nichts von. Und das ist ja auch so, ihr wart doch in Köln, was habt ihr da gemacht? haben da neue Geschäftskontakte akquiriert. Und dann ist es ja wirklich so. Ach, du hast das echt durchgezogen und deiner Familie auch nicht erzählt? Ja. Das reicht ja, wenn einer sich dann da irgendwann mal verplappert und einer kennt über Ecken irgendjemanden bei Vox und dann... Und was steht in dem Schreiben drin? Was passiert, wenn das rauskommt? Ist das Strafzahlung oder was? Vertragsstrafen, ja. Ah. Ja, wart ja vorher schon online mit dem Produkt, ne?
Ja. Wie viel hattet ihr vor der Sendung verkauft? Die Höchstmonate, wo wir 600 Pakete so... Schon vor der Show? Schon vor der Show, ja. Nur mit den Heckklappenöffnungen verkauft haben, klar. Das heißt, ihr habt schon vor der Show mehrere tausend insgesamt verkauft, ne? Auf jeden Fall. Wir waren immer liquide. Aus eigenen Mitteln. Wir haben deswegen auch ganz klar gesagt, in der Show nur wir brauchen einen starken strategischen Partner, gar keinen Finanzinvestor. In diesem Moment, wo das ausgestrahlt wurde, Webseitenzugriffe 24 Stunden nach der Show? Wir hatten über 1 Million Zugriffe auf den Shop. 1 Million? Ja. Also das war wirklich brutal, muss man einfach sagen. Es war ein Traum für uns. Wir saßen da bei Analytics vor, auch schon während der Show. Man sah wirklich, wie das gestiegen und gestiegen ist. Und da muss man ganz ehrlich sagen, wir haben Angst gehabt, dass der Server nicht halten würde. Aber es hat geklappt. Er war zeitweise echt mal langsam, aber es hat alles gehalten. Das liegt natürlich auch daran, dass ihr so ein Produkt habt, was für einen Endkunden wirklich gut zu gebrauchen ist. Nein, das muss man ja auch sagen. Wir können ja theoretisch jeden bedienen. Ja, also genau. Wir müssen wirklich nur mich nicht. Ja, nur dich. Und dass wir jetzt Gas geben mit neuen Produkten wieder. Also wir haben ja als Ziel gesetzt, innerhalb der nächsten 5 Jahre das Zalando des Tunings zu werden. Und wie viel wurde dann, das war ja gleichzeitig im Handel, so in der ersten Woche, wie viel habt ihr da verkauft? Weil jetzt haben wir vorher gesprochen über ein paar Tausend. Sagen wir mal im ersten Monat nach der Sendung. Es ging an 6-stellig. Also wirklich, wir haben nachher... An Verkäufen. Über 100.000 also. Ja. Diese Ausstrahlung hat ja so eine mediale Wirkung, das hätten wir uns als Startup nicht leisten können. Stimmt, ja, da habe ich irgendwann mal gelesen. Das ist, ja. Das ist so wie 4 Millionen Media-Budget oder sowas. Ja, ne? Genau, 4 bis 5 Millionen Euro wären es, sage ich mal, wirklich, dass man nachher diese Wirkung erzielen müsste. Das ist schon eine Menge Kohle, ne? Auf jeden Fall. Und was war der größte Fehler, den du gemacht hast? Ja, ich würde auf jeden Fall, wenn ich Rahmenverträge abschließe, würde ich wirklich die Menge nochmal drastisch nach unten setzen. Wir waren am Anfang natürlich so gehypt auch, also noch vor Höhle der Löwen, und haben gesagt, klar, wir machen da richtig Menge und kriegen da richtig viel Absatz im Monat. Das würde ich jetzt wirklich teilweise vorsichtiger angehen, ganz klar. Machst du jetzt auch? Ja, auf jeden Fall. Jetzt bin ich ja noch konservativer, hanseatischer, sage ich mal, geprägt. Mm. Das ist so was, wo man wirklich draus gelernt hat. Sonst hast du das Zeug nämlich nur im Lager liegen und du kannst es nicht abverkaufen. Genau, ne? Es ist einfach totes Kapital, was da liegt. Aber daraus lernt man ja. Am Anfang ist es ja wirklich so, man ist voll Feuer und Flamme für sein Produkt, hat noch keine Geschäftspartner akquiriert, ist noch voll in den Startlöchern und sagt, alles klar, ich nehme davon, ich verkaufe das in die ganze Welt und da sind Leute, die werden es mir abnehmen. Ja. Ja, und wenn man dann nachher auf einmal davor sitzt und dann sieht, puh, bei manchen Produkten oder bei manchen Autos ist es dann so, ja, ist wohl doch nicht so die Nachfrage da. Kommt die Ernüchterung dann? Kommt dann wirklich die Ernüchterung, klar, aber daraus lernt man. Ich meine, am Anfang hat man ja wirklich eine riesengroße Lernkurve, wenn man irgendwie aus einem Angestelltenverhältnis kommt oder gleich frisch gründet. Hattest du vorher irgendwo gearbeitet noch? Warst du angestellt irgendwo? Ja, ich hatte vorher dual studiert, also BWL mit Bürokaufmann. Und ich hatte in Hamburg gearbeitet, bin dann jeden Morgen gependelt nach Hamburg hin, abends zurück. Und dann noch an GoSimply gearbeitet. Und dann GoSimply ein bisschen die Nacht gearbeitet, Pakete gepackt. Auch noch. Und dann war es nachher einfach so, ich bin dann um 1 ins Bett, um 4.30 Uhr aufgestanden wieder, dann ab in den ersten Zug nach Hamburg, hab da geschlafen, also es war irgendwann was so eingespielt, ich bin wirklich aufgestanden, hingesetzt, eingeschlafen direkt. Im Zug dann? Im Zug. War dein Körper schon so dran gewöhnt? Ja. Ja. Das war dann aber, das war nachher einfach eine zu große Belastung. Warst du ausgebrannt dann, ne? Und dann hast du gekündigt? Genau. Nach der Show oder davor? Nee, das war weit, weit davor. Ach so, und da dann ein gutes Jahr davor. Ja. Und dann hatte ich mich voll auf GoSimply fokussiert, auf GB-Tuning, genau. Geil, das Einsatz. Aber hat sich ja gelohnt. Jetzt kannst du gut davon leben, wie ich raushöre, oder? Auf jeden Fall. Ja, Leute, bei mir passt das leider nicht, aber bestimmt von euch werden einige ein Auto haben, wo das Ding hier ranmontiert werden kann. Und würde ich sagen, einfach mal ausprobieren. Teuer ist das ja nicht, ne? Was kostet so ein Ding? Also wir starten da ab 34 Euro und die Komplettlösung ist maximal 99 Euro. Ja. Und gut, aber die meisten kommen ja mit dem hier aus, ne? Genau, ist auf jeden Fall erschwinglich. Ja. Müsst ihr die Einkäufe nicht immer da irgendwie so blöd in der Hand halten, sondern dann kippt ihr das gleich direkt alles in den Kofferraum rein. Ich
fand es auch mega interessant, wie du mit diesem langen Wagen um die engen Kurven gefahren bist. Muss man ja sagen, er ist echt mega lang. Ne? Ja, der ist ein bisschen länger. Leute, und damit sind wir raus. Bam!